Nun, eigentlich wollte ich ja die Tram bauen mit so einem schönen Roundabout so gesehen. Habe auch ein paar Props gefunden. Allerdings wurden die halt das letzte Mal vor 4 Jahren und so zum Teil und vor 3 Jahren, vor 3 Monaten zuletzt aktualisiert. Von daher müssen wir uns erstmal mit anderen Sachen vorlieb nehmen. Sprich, wir machen einfach so einen stumpfen Roundabout, den ich eventuell nochmal ändern werde. Mal gucken, ob ich da mit dem Asset-Editor ein bisschen zurechtfinden, ansonsten friemeln wir uns einfach so zusammen. Und was ihr hier sehen könnt, hier ist nicht mal der Traffic Manager. Den musste ich leider rausnehmen, weil der immer noch nicht aktualisiert wurde. Ich glaube, die aktuellste Version von diese, also diese, die, ich weiß gar nicht, 1.30.0F Version oder wie auch immer die Version hier gemacht werden, auf alle Fälle die 30er Version. Gibt es eigentlich schon längere Zeit, seit glaube ich ein bis 2 Monaten. Und ja, der Traffic Mod läuft halt immer noch auf der 20er Version und der funktioniert halt einfach nicht. Dann gab es, wenn ich jetzt hier irgendwie das Spiel weiterlaufen ließ, gab es dann immer Probleme. Deswegen müssen wir es einfach mal das ohne machen und wir machen heute einfach in dieser Folge. Kümmern wir uns einfach, machen wir einfach mal so ein bisschen hier das mit den Tramps. Sprich, wir setzen einfach hier am Ende. Clearer. You got me running around like there's so much to do.
Muss ich jetzt jedes Mal wieder das Fahrzeug zerstören? Wir nehmen jetzt einfach mal hier von die eine. Wir nehmen einfach erstmal 4 Stück. Wählen wir hiervon zu. Okay, bei 26. Wir haben 25 Haltestellen, okay. 210, da passen 210 rein. Wir brauchen gar nicht so viele. Aber die 4 reichen und eigentlich dicke aus. Ich dachte, die fucking 4 reichen dicke aus. Hallo. Ich merke schon, dass wir komplett hier überlaufen mit diesem ganzen Mist hier. Straßenbahn. Jetzt warten hier doch schon ein paar mehr. Oh. Dann macht doch, was ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dass ich denn nur verschiedene Fahrzeuge packe. Immerhin wurde scheinbar immer die E-Tram ausgewählt, die wir hier sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Gut, dann mache ich einfach hier mal einen Cut und füge nochmal die anderen Linien hinzu und dann beim nächsten Mal sehen wir uns dann hoffentlich mit schöneren Endpunkten wieder als diesem. Und ja. Ist natürlich super, dass sie alle nicht hier hinfahren, sondern alle woanders hin.